Komisch, da ist so eine rote Markierung, bei den anderen nicht. Aber schauen wir uns mal an, was wir hier sonst noch finden. Ach nix, ich hab nur gerade... Ich dachte mir nur gerade, ach der, das ist das. Wie das ist das? Ich kann mich erinnern, was da passiert. Ach so, cool. Ich nicht. Ich kann mich echt an nicht? Viel nicht mehr erinnern, was ich echt ganz cool echt, finde. Echt, weißt du das nicht mehr? Ab dem Punkt weiß ich einiges nicht mehr. Ach so, schauen wir uns mal das da an. Mindestens 5 Meter hoch. Sehr groß für ein Kunstwerk. Spitze Äste, scharfe Blätter. Es zeugt von gutem Geschmack, uns mit einem so tollen und spitzen Werk zu begrüßen, nicht wahr, Zack? Wieder keine spitzen Blätter. Aber anscheinend interpretiert unser Protagonist einen Baum hinein. Und überhaupt zeigen alle Gemälde hier Bäume. Und die Leiche wurde auf einem Baum gefunden. Und überall sind Samen. Alles hängt zusammen. Echt nur Baum- und Landschaftsgemälde. Sag mal, sind das teilweise Fotos, ja, die da einfach schon. So reingeschoppt wurden? Das sind auch. Stockfotos, ja, die da reingeschoppt wurden. Ich glaube auch. Ja, ich meine, irgendwie muss man eine Kunstgalerie vollkriegen in so einem Videospiel. Da war, glaube ich, gerade was zum Speichern. Ach so, ich habe eh gerade gespeichert. Ist egal, speichern wir nochmal. Kostet $1 das Speichern. Stimmt schon, irgendwer hat im Chat vorher gefragt, wen ruft er da eigentlich immer an zum Speichern? Das ist eine gute Frage, wer weiß. Wahrscheinlich beim FBI und gibt einfach durch, wie aktuell der Stand ist. Und dann sagen die, aha. Schränke. Schränke und Stühle, warum kann ich da hochklettern? Ja, das wird noch wichtig. Ich glaube nicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das kann schon sein. Was weiß man bei dem Spiel nicht so genau. Mein Gott, das ist alles so verwinkelt, ey. Ja, und warum so riesig? Warum ist das die größte Kunstgalerie im Universum? Soll ich erstmal hier? Ich mach mal hier erst auf. Okay. Dunkel. Und Holzboden. Ach so, irgend so ein... Nee. Dann gehen wir jetzt mal dahin, wo wir hin müssen. Zur Gegensprechanlage oder so. Ah, ein Code muss ich hier eingeben. 6 Bäume. Ich weiß schon. We need more clues. Ja. Ich weiß schon, was los ist. Also, 6 Bäume waren auf dem Sonnenuntergang-Bild zu sehen. Jetzt brauchen wir ein Bild mit... Vielleicht muss ich doch in den Keller runter. Jetzt brauchen wir ein Bild mit roten Blättern und noch irgendwas. Ich muss mir die Notizen nochmal anschauen. Aber 6 können wir uns schon mal merken. 6 ist die erste Zahl. Hier sind rote Blätter, aber das meinen die wahrscheinlich nicht, oder? Nee, kann ich nicht mal... Ich glaube, im nächsten Raum. Ich glaube, wenn da... genau. Ach so. Wald im Nebel. Stand da irgendwas von Nebel? Weiß es nicht, ich habe nicht mitbekommen... Nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich ist vor den wichtigen Gemälden immer so ein rotes, so eine rote Markierung auf dem Boden. Ja, das stimmt. Insofern habe ich bis jetzt erst, glaube ich, 1 gesehen. Aha, was haben wir denn hier? Rote Blätter. 4. 6-4, glaube ich, ist die Kombination bis jetzt. Ja, komisch, diese Baumgalerie, oder? Aber gut. Hier war die dabei. Sonnenuntergang, rote Blätter und Schmetterlinge brauchen wir noch. Aber 6-4 können wir uns merken. Ich schreibe es mal in den Chat für mich, damit ich es mir merken kann. Jetzt brauchen wir noch irgendein Gemälde mit Schmetterlingen. Hä? Mich würde ja wirklich interessieren, wer von euch im Chat kennt das Spiel denn schon und weiß... schon, worauf das alles so, also was aber da so... Aber nicht schreiben, nicht spoilen. Ich würde nur gern wissen, wer das schon weiß und wer total unwissend ist. Könnt ihr ja mal schreiben. Hier hing ein Bild, auf dem Schild steht Tanz der roten Schmetterlinge. Aber das Bild selbst ist nirgends zu sehen. Irgendwo ist dieses Bild und wahrscheinlich im Keller. Ich gehe mal davon aus, dass es im Keller ist. Oder...
muss ich hier durch ein Fenster schauen. Da drin ist zumindest was. Da ist, glaube ich, sogar wirklich das Bild, oder? Ich muss da... Aha! Nee, ich kann meine Waffe hier nicht ziehen, oder? Doch. Ah doch, es geht. So, so. Fall gelöst. Ich gehe auch immer in irgendwelche Kunstgalerien und schieße ohne wirklich erkennbaren Grund irgendwelche Schlösser durch Fenster kaputt und so Sachen. Why not? Ich habe mal davon gehört. Glaube ich von 2007, 2008. 2010 ist es tatsächlich. Nie selber gespielt. Ah ja, okay. Das Mädchen im Wald? Das ist aber nicht das Gemälde, das wir suchen. This. Call this a painting? A bit primitive with poor composition. Hardly the work of a master. But strangely though, it powerfully exudes a soft, warm feeling. On the back it says, Guardian of the Art Gallery, in fresh strokes. So someone added that recently. Guardian of the Art Gallery. Wouldn't that be Diane? And why is this painting here? Das Mädchen im Wald. Okay, das war nicht des Rätsels Lösung. Interessant. Ist auch sehr interessant. Ich kenne es nämlich lustigerweise auch durch die jetzigen Rocket Beans, damals Game One. Ich habe da nämlich auch das Let's Play gesehen. Damals von Deadly Premonition. Dadurch kannte ich das Spiel auch. Ja genau, und ich habe es eben beim letzten Mal schon erzählt. Ich habe das rein zufällig gebraucht im GameStop rumstehen sehen. Und mich hat so gewundert, dass es ein Xbox 360-Spiel gibt, von dem ich wirklich noch nie gehört habe, dass ich es nur deswegen gekauft habe. Und dann war ich begeistert. Das ist auch die der beste Sound. Ey. Ja. Okay. Warum ist alles so riesig in dem Spiel? Meine Güte. Mich wundert so, dass hier keine Monster sind. Das sieht, also, ne? Auch, aber da kommt... Also auch das Rätsel und so, mich wundert's. Aber schauen wir mal. Ich schalte mal hier ein. Sieht alles so nach Monster aus. Aha! Unser Schmetterlingsbild. Eins ist die Antwort. Klick's trotzdem mal an. Tanz roter Schmetterlinge. Ein Baum mit roten Schmetterlingen. Sieht fast so aus, als würde er brennen. Also... 6, 4, 1 ist die Kombination. Ich mache mal trotzdem die anderen Schränke hier noch auf. Könnte ja sein, dass irgendwas Interessantes drin ist. Bam. Aha, was haben wir denn da? Ich glaube, das ist geräucherter Lachs. Natürlich, warum auch nicht? Nehmen wir doch einfach den Teller geräucherten Lachs aus dem alten, rostigen Kunstschrank hier. Könnte köstlich sein. Okay, irgendjemand... Oh mein Gott, da geht noch eine Treppe nach unten. Ach so, aber nicht wirklich. Dann gehen wir wieder hoch. Was ist das da? Schwer gesicherte Geheimtür. Anscheinend. Krass, krass. Optisch sieht's älter aus. Ja, ja, das stimmt. Das tut's wirklich. Das habe ich ja damals nach der Silent Hill-Reihe gespielt. Ich finde durchaus, dass es sich gut eingefügt hat. In die Silent Hill-Reihe? Meinst du, oder wie? 641. Tada! Ich
bin wirklich gespannt auf den Nachfolger. Ob der Teil vielleicht so ein One-Hit-Wonder ist, so ein für sich allein stehendes Werk, oder ob der das auch schafft. Like I said, there's no point in you having this. Ist noch mal I can put it to far better use. I'm taking it with me, okay? That's fine by me then, as you wish. Das Spielgefühl, das der Charme. The FBI agent, right? Just wait a moment, please. I'll be right with you. Klar kenne ich Mass Effect und hab das lang gespielt, die Trilogie, super. So there's no way you could have been at the scene of the crime. That's right. I was drinking at the bar with Nick until early morning. I'm sure if you ask him about it, he'll say the same. Very well. I'll be sure to do that. One other thing. That argument with Carol just now. She's always like that. She thinks of me as an enemy, always bickering at what I say. Is there any reason for that? Perhaps because someone she liked ended up with me in my bed? That would explain it, yes. If I may be so bold, who was the lucky man? Oh, I sleep with anyone I wish. Anyone I prefer to sleep with. I guess she had her eye on one of them, but I don't know who it was exactly. I could sleep with you, if you like. I'm flattered by your offer, but I don't think that would be appropriate. You're exactly the kind of woman a man in my job should never get involved with. Isn't that a shame, darling? Wird beleidigt, wirkte beleidigt, sie gegangen ist. I'll be frank. Right now, you are not a suspect. But both Zack and I are certainly feeling shaky about you. If you want to remain in the clear, just watch yourself from now on. Oh, you don't know, do you? Artists and art lovers, we love a good thrill. Thank you for your help. I have nothing further to ask you at the moment. Goodbye. Ach so, nicht du, sondern die Rocket Beans haben das in der Reihe von Horror Games gespielt. Okay. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass sie auch mal Silent Hill gespielt haben. Ich kann mich daran erinnern, dass sie Deadly Premonition gespielt haben und dann noch dieses, wie hieß denn das, auf dem Gamecube mit diesen Horror-Effekten. Eternal Darkness. Eternal Darkness, genau. Das ist cool. Das haben sie ja auch mal gespielt. Dose mit Tomatensoße stillt den Hunger ein wenig. Der trinkt einfach die Tomatensoßendose. Ich meine, warum auch nicht, aber der legendäre Fischköder, legendärer Wurm. Er sieht wirklich ziemlich legendär aus. I had a chat with Diane. She said she was at the bar drinking with Nick at the time of the murder. We need to confirm her story. Let's talk to Nick at the diner. Very well, Agent Morgan. I have to head back to the department and clear up some paperwork. Go with Emily to the A&G diner. Okay, then. I'll show you the way. The diner's open from 9 to 2100. It's just as we suspected, Zack. Diane is the key to this case. I have a feeling she will lead us right to the criminal. In so einer Questschleife, so ein bisschen. Begleitung und festen Zeiten, wo wir irgendwo sein müssen. That's Kaysen. Looks like the show has just begun and it has an all-star cast. Hat er sie? Wen hat er denn gestern beim Hotel abgesetzt? War das auch sie? Hat der die, ich glaube, ja. Haben die ein Verhältnis, die zwei? Oder wie? Man weiß es nicht. Besuchen wir das Diner. Wir müssen schnell mit Nick und Olivia reden. Okay, schnell. Das heißt, also dieses ganze Autos upgraden und Waffenladen und was weiß ich, was kommt wahrscheinlich alles erst noch. Emily, do you know a man named Forrest Kaysen? Kaysen? Yes, I know him. The sapling salesman, right? He always uses strange comparisons when he talks. I'd like to know more about him. What does he do when he comes to town? He's a salesman, so I guess he sells things. Maybe he comes on vacation. We haven't seen many tourists recently, but he comes pretty often. Is that all? Well, now that you mention it, he seems quite friendly with the Ingrams. With
Isaac and Isaiah. Maybe you should ask them about Kaysen. Okay, I will. Oh. Okay. Dann schauen wir mal, ob ich da einfach so hinfinde. Theoretisch haben wir bis 21 Uhr Zeit. Wir könnten auch ins Polizeirevier jetzt was essen fahren, theoretisch. Ich weiß gar nicht, wie hungrig wir sind. Mal schauen. Ich versuche einfach mal auf gut Glück hinzufahren, ohne auf die Karte zu gucken, und dann schauen wir, wo uns das Schicksal hin verschlägt. Emily, don't you find it a bit suffocating to be around George so much? Well, we aren't always together. And anyway, I've gotten used to him. Impressive. Women are very adaptable. No, it's not like that, actually. George is hard-headed, sure, but he's also a hard-working man. That's why the townsfolk trust him so much. The very epitome of the rural sheriff. That's right. He isn't some hotshot FBI agent. This place isn't like the city. Everyone knows everyone else. What about you and Anna? Were you too close? No, not close, really. I don't seem to have much in common with teenagers nowadays. All they talk about are boys, clothes, and accessories. I don't have much interest in any of those things. There is a gap between a teenager and being in your 20s. Everyone's different, that's all. Me and you, too. Zach, I'm not liking the way this conversation is heading. Let's concentrate on driving instead. Das ist eine gute Idee. Ich versuch's. Okay, wir kommen der Geschichte schon näher. Milchbar oder so. Ah, der Waffenshop. Ach, der hat ja nur nachts offen, oder? Ich fahr mal vorbei, dann sehen wir es eh. Die Öffnungszeiten, glaube ich. Oder zumindest, dass er geschlossen hat. Ja, geschlossen hat er. Der hat gemeint, Mitternacht bis irgendwann in frühmorgens hat er offen. Seltsam. Aber okay. Bei der Tankstelle soll ich doch auch vorbeischauen, meinte die eine. Aber ich glaube, die wollte nur flirten, oder? Aber wir könnten trotzdem vorbeischauen. Ich weiß nicht genau, ob das nur so eine Anmache war oder ob die wirklich was für uns hat. Auf jeden Fall könnten wir tanken. Die läuft so geil. Ja. Als hätte sie was im Schuh. Aha. Steinchen. Hallo, Süßer. Weißt du, was lustig ist? Hm? Das ist wie die Mechanikerin aus Final Fantasy 15. Das muss ich auch immer denken. Wie heißt sie? Sydney. Sydney, ja, genau. Nee. Doch, ich glaube, die ist Sydney. Ja, so ähnlich auf jeden Fall. Kann schon sein. Bitte voll tanken. Sag mir Bescheid, wenn ich anfangen soll zu pumpen. Sie wäscht Auto waschen, tanken. Okay, tanken wir mal. Wahrscheinlich gibt es eine peinlich fremdschämige Autowaschsequenz, wenn ich Auto waschen sage, oder? Die würde ich unglaublich gern sehen. Ja, ich mach das. Ich könnte mir vorstellen, dass das heißt, dass das Auto repariert wird. Ach, das ist jetzt der Schwamm, von dem wir die Sammelkarte gefunden haben. Ja. Okay. Die Fahrphysik ist der Wahnsinn von dem Spiel, das stimmt. Na, wir waren nicht so sexuell, wie ich dachte. Ja, ich hätte auch gedacht, dass das irgendwie peinlicher wird. Aber gut, die hat das Auto quasi... Also, Autowäsche heißt quasi Auto reparieren. Ich verstehe. Im Deutschen Sydney und im Englischen Cindy. Ah ja, Cindy. Cindy. Na gut. War's. Ich hab's... Im Japanischen heißt sie auch Sydney, glaube ich. Ah ja, das könnte sein. Ich hab's auf Japanisch gespielt. Ja, ich auf Englisch. Ist das nicht der Schrottplatz, wo ich neue Autos und so kriegen kann? Ich glaube nämlich, ich krieg die Autos wirklich alle vom Schrottplatz. Let's just focus on getting to the diner and cut the chit-chat. Okay. Von mir aus. Ich habe gerade überlegt, den Eingang zu suchen, aber ich fahr da lang. Letzte Sekunde entschieden. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung. Aber ich denke schon, es sieht gut aus, oder? Also, dafür, dass das so eine Kleinstadt ist, sind die Wege teilweise echt unglaublich. Ja, das sind lauter so winzige Nester, die irgendwie teilweise weit voneinander entfernt sind.
Ach, jetzt komme ich zufällig wirklich an der Polizeistation vorbei, glaube ich. Jetzt sind wir wieder hier. Na dann, gehen wir schnell essen. Vielleicht gibt es wieder interessante Gespräche. Mit Blaulicht zum Essen. Ja genau, wie in diesem einen Josef Hader Film, wo die mit dem Sanker, mit dem Krankenwagen mit Blaulicht fahren, um Leberkassemmeln zu holen, und das nennen sie dann die Spenderleber immer. Deswegen müssen sie sich so beeilen. Okay. Bam. Gehen wir essen erstmal. So viel Zeit muss sein, oder? Es ist jetzt gerade mal noch nicht mal 11, wir haben bis 21 Uhr Zeit. Da geht's schnell. Is there something you want to check out? Ganz genau. Well, either way, it doesn't matter. I can see you won't be rushed. I'm gonna go ahead, okay? Okay, that would be fine. Ach so, the diner is open from 9 to 2100. Don't keep me waiting too long, okay? Die wartet jetzt stundenlang, während ich mit ihrem Kollegen hier esse. Das ist auch nicht nett. Sanka, ja genau. Bayern heißt das Sanka. In Österreich glaube ich auch, oder? Da sagt man auch Sanka. Zum Krankenwagen. Wo ist denn gleich nochmal das... Ah, hier nicht. Thomas, ich hab Hunger. Hello. Du redest heute mit Nick, oder? Dann wirst du also im Diner zu Mittag essen. Ich kann kochen, wenn du willst. So, wir essen im Diner. Na, koch trotzdem. Thomas, have you ever eaten Emily's cooking? What? Hey, what exactly are you asking? I was just wondering what you thought of her cooking, that's all. You know, perhaps an unbiased opinion of one who is himself a fantastic chef. So how about it? Have you eaten her cooking? I have. Just once. And how was it? Well, that's not an easy question. Honesty is the best policy. How can I say this? Cut it out, Agent York. He's pleading the fifth. He has the right to remain silent. Don't try and force him to say something. He has the right to an attorney. George, and what are you trying to say? Anything I say may be used in a court of law. Let's just let the topic of Emily's cooking go, okay? I can't do that, George. I want to know. I guess it's just my curiosity. So tell me, Thomas. Well, for lack of a better word, let's just say it's Amazon-style cooking. Ah, that was well said. I'm impressed. Oh, you were lacking words, were you? Let's get back to work. Die essen immer unterschiedliche Sachen. Jeder hat immer sein eigenes Gericht. Kocht er wirklich für jeden extra? Der spinnt ja. Na gut. Gehen wir zum Diner, wo wir wahrscheinlich nochmal essen. Und jetzt war Emily irgendwie doch mit dabei. Man weiß nicht so genau, was da los ist. Ja, mich hätte es auch interessiert, Metatron, was passiert, wenn ich einfach nie meinen Anzug wechsle und immer stinkend mit 1000 Fliegen durch die Gegend laufe. Ob es dann wie bei Metal Gear Solid 5 ist, dass irgendwann eine Cutscene ausgelöst wird, in der man zwangsduschen muss? Ja, passiert das da? Ja, wenn man Metal Gear Solid 5 zu lange nicht duscht, dann kommt so eine kleine Cutscene, in der quasi alle irgendwie so angewidert zurückweichen, wenn man zurück in die Basis kommt, und dann kommt Ocelot, Revolver Ocelot, und sagt so: Snake, du stinkst, und schüttet einem so einen Wassereimer über den Kopf. Okay, dann fahren wir schnell zum Diner, ist eh gleich da vorne. Ich gebe echt mein Bestes hier. Meine Güte. Ja! Ob wir umfallen können? Ich weiß es nicht. Naja, gut. Ah, jetzt wollte er gerade reden. Naja, zu spät. The A&G Diner.
Emily, were you waiting outside for me? Should I have gone inside and started the 20 questions? Well, that would have been fine with me. Shall we get something to eat, then? Someone should teach you how to be more considerate. And now you want something to eat? I thought we were going to question Nick.